Willkommen, meine Lieben, bei Geos Openings. Mann, heute geht's ab, Leute. Ich habe Post bekommen und ihr habt, wenn ihr die Instagram-Story verfolgt habt, Leute, ihr wisst, was heute gekommen ist. Es ist das hier gekommen. Eve Heroes ist endlich da, Leute. Verdammt teures Set. Aber ich sag euch, das lohnt sich. Das lohnt sich. Richtig geile Alternativ-Artwork-Karten von den Entwicklungen aus Evoli, Leute. Guckt euch das mal an. Hier, wir fangen mal an. Wir haben hier, ich fange am besten mal an mit Felinara, Leute. Guckt euch mal das Alternativ-Artwork an, wie es im Regal mit den ganzen Süßigkeiten jongliert. Das geht ab, sag ich euch. Dann kommt Folie Purba, kommt Alternativ-Artwork V. Es spielt im Laub, es hat sich da schön hingepflanzt. Dann haben wir ein Glaciola V, Leute, Alternativ-Artwork. Full Art, alles Full Art-Karten. Sieht richtig mega aus mit dieser schönen Eislandschaft. Chillt es auf dieser Parkbank da auf Eis. Auf Schnee besser gesagt. Dann Leute, wird es richtig flashig. Und zwar kriegen wir hier ein Blitzer V Alternativ Artwork. Was, ich glaube, das ist ein Hochhaus. Sieht nach einem Hochhaus. Ja, genau. Es rennt den Hochhaus hier hoch, Leute. Aber fragt nicht wie. Das ist Flash sein Cousin. Dann haben wir ein Flamara V, was am Kaminfeuer chillt. Und das sieht auch richtig süß aus, Leute. Das will ich auch unbedingt ziehen. Dann haben wir ein Psyana, Leute. Hier seht ihr es. Es ist in der Bücherei. Oder vielleicht bei einem Trainer in der Bücherei, wie auch immer. Es sitzt auf dem Stuhl, auf dem Sessel und schlägt die ganzen Bücher daraus. Dann haben wir noch ein schönes Nachtara, Leute. Was hier in der Gosse ist, sage ich mal. Über die Steine. Sind das Stufen oder ist eine Mauer? Ne, das ist eine Mauer. Man sieht dahinter den schönen Vollmond, Leute. Und das guckt hier richtig böse die anderen Pokémon an. Nach dem Motto, ihr hört mir jetzt ganz genau zu. Und natürlich nicht zu vergessen, wir haben noch ein Aquana Alternativ-Artwork hier, was hier ein bisschen rumplanscht. Sieht auch richtig nice und süß aus, das Pokémon. So, dann haben wir VMAX Alternativ-Artworks. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück haben wir hier. Ein Felinara, was ihr seht, das riesengroß geworden ist. Natürlich dann nochmal hier zu sehen an Folie Purba, was hier Heu zusammenrollt, ein Heuballen zusammenrollt. Dann haben wir hier das Glaciola, was eine Eislandschaft gesprüht hat, erstellt hat, wie auch immer. Und ein Nachtara haben wir hier, was auf einer Turmspitze, sieht nach einer Turmspitze aus, Richtung Vollmond sich streckt. Leute, hier sind wirklich richtig geile Sachen. Ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ihr habt gesehen, was ich hier unbedingt draus ziehen will. Einen von denen wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Wir fangen hier direkt an. Ich befreie das Ganze mal von der Folie und es geht direkt weiter. So, meine Lieben, Folie ist weg. Wir machen das schöne Ding hier auf. Wenn es aufgeht, das will irgendwie nicht aufgehen, Mann. Die Folie hat sich auch richtig schwer getan. So, stellen wir das schön auf. Das ist richtig geil. Kommt auch in meine Kartonsammlung. Das sieht doch geil aus. So, wird es aufgestellt. Oh, Leute, da sind sie. Alle am Start. Richtig geil. Leute, ich fange direkt an. Ich denke mal auch, ihr wollt Karten sehen. Ihr wollt Karten sehen. So, Leute, wo ist hier was zum Einreißen? Hier was zum Einreißen? Ja, hier ist was zum Einreißen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das erste Pack. Das erste Pack machen wir auf, Leute. Hoffentlich knallt es. Ich bin so gehypt. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock, sag ich doch. Sag ich doch. Jawoll, Alter. Folie Purba VMAX haben wir hier am Start. Sehr schöne Full-Up-Karte. Boah, Leute, die muss ich direkt einsleeven. Dieses Set, Leute, da habe ich mir extra schöne Sleeves bestellt. Die werden hier nämlich alle doppelt schön eingepackt. Ich habe hier Perfect Sleeves. Habe ich für die Karte. Und das wird dann nochmal eingepackt. Dann umgekehrt natürlich in dieses Sleeves. Und so ist das Ganze richtig sicher, Leute. Hier habt ihr den Kollegen. Das fängt gut an. Das fängt gut an. Nächstes Pack. Es geht weiter. Hier ist der Schlitz. Weg mit der Folie. Jawohl. So, Mülleimer und es geht los. So, Leute, ich hoffe, wir haben hier was Geiles. Es sind, glaube ich, wieder fünf, ja, es sind fünf Karten, die hier drin sind. Nächste Pack. Es sind 30 Packs hier drin. Wir werden sehen, was wir hier ziehen können, mein Lieben. Jetzt noch Billiget, eine Trainerkarte und das ist wahrscheinlich der japanische Code. Ob ihr was mit dem anfangen könnt, ich habe da gar keine Ahnung.
Und das nächste. So, die Mülleimer. So, oh, Leute, was haben wir denn hier? Ein Sumpex Holo. Der sieht ja richtig geil aus. Der sieht ja richtig nice aus. Doch, den tun wir zu den Hits. Das sieht richtig cool aus. Das Set werde ich versuchen, zumindest die normalen Karten zu vervollständigen. Da wir ja einige Displays gekauft haben, Leute, ihr habt es ja gesehen. In der Instagram-Story. Leute, die auf Instagram gucken, schaut da vorbei. Geos Openings. Klick, klick. So. Nächste Pack. Nächste Karten. Hier haben wir schon das Mauzi. Eine nächste Holo-Karte. Gefällt mir. So, die machen wir auch mal als Ausbeute. Stellen wir mal hier hin. So, nächste Pack. Ich muss den schon. Oh, das war das Mikrofon. So. Schauen wir mal. Ein Pinsir. Oh, Leute, was lädt denn das Pinsir da auf? Es sieht ja mega aus. Tschüss, Mann. Trainerkarte. So, weiter geht's. Weiter geht's. Leute, ich bin so gehypt. Ich hab so Bock, Leute. Ich hab richtig Bock. Dieses Set, sehr lang drauf gewartet. Wir kriegen das hier auch. Es wird natürlich ein größeres Set bei uns geben. Das ist die Trainerkarte. Und da haben wir wieder nichts drin. Und weiter geht's. So, gucken wir mal. Ein Evoli haben wir hier am Start gehabt. Wow, ein Marshall? Ein Marshall? Wie heißt der nochmal? Machado? Irgend sowas, Leute, ich spende euch ein, aber der macht ein paar Kerzen aus mit seinen Schlägen hier. Der kommt auch hier hin. So, nächste Karte. Nächstes Pack. Nächste geile Karte. Super geil. Super geil, mein Lieben. Super geil. So, gucken wir mal. Ja, Mann! So kann das weitergehen, Leute. So kann das weitergehen. Ein Felinara hier. V-Max, Leute. So sammeln wir die schönen Karten. So wird's gemacht. Einmal bitte eintüten. Oh, die sieht doch geil aus. Die sieht doch geil aus. Die schmeckt. Die schmeckt. Einmal umgekehrt hier rein. So. Dann nehmen wir den Sleeve, machen die richtig rum rein. Und so haben wir sie dann doppelt gesleeved. Das ist schön sicher hier verpackt. So, wir machen weiter. Das war doch mal ein schöner Hit. Ein Felinara V-Max. Mal sehen, was uns hier. Hoffentlich ziehen wir bald ein Alternativ-Advik, Leute. Hoffentlich. Da richtig Bock drauf. So. Ich hoffe, ihr seht alles gut. Es ist noch Tag draußen. Diesmal wird es keine Nachtaufnahme. Aber ich denke schon. So, nächste. Der nächste. So, Flunkiefer. Haben wir hier Zumarill. Oh, Leute, so soll es weitergehen. Die Entwicklungen brauchen wir. Blitzer V. Blitzer V, bleibt hier stehen. Danke. Weiter geht's. Weiter geht's. So, so, so. Leute, was wird die Secret Rare sein? Wie gesagt, in einem Display ist immer eine Secret Rare. Was werden wir hier ziehen für eine Secret Rare? Wird es eine Alternative sein? Wie gesagt, man kann auch Rainbows hier ziehen. Von den ganzen Entwicklungen aus Evoli. Da bin ich gespannt, was wir hier ziehen werden. Für eine Secret Rare. Ich hoffe insgeheim aufs Nachtara, denn das Ding sieht mega aus. Das Nachtara sieht mega aus. Ich weiß leider jetzt nicht, welche die teuerste ist. Aber wir haben natürlich noch ein paar Openings, wo wir das sagen werden. Aber ich sehe gerade, mein Kameramann versucht mir Handzeichen zu geben. Und ich meine, ich blende es euch kurz ein. Dieses Nachtara V-Max, Leute, ist das teuerste aus diesem Set. Es geht im Moment im Card Market für 400 Euro. eBay?
Entschuldigung, auf eBay für 400 Euro weg, Leute. Guckt euch das noch daran an. So, und was ziehen wir hier? Ein Kangama. Alter, schon wieder was gibt. Der für ein Sidekicker, leckt mich am Arsch. Mal guckt euch das Ding mal an, ey, mit dem Kind da drin. Das macht sogar mit. Guckt euch den an. Yee! Der macht auch einen Sidekick. Zur Seite damit. Weiter geht's. Weiter geht's. Ey, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. So, oh, Leute. Oh, oh, oh. Hier erwartet uns was. Hier erwartet uns was. Ich brauch Sleeves. Ich brauch direkt Sleeves. Ja, Mann. So kann's weitergehen. Ein Aquana V. Geile Sache. Richtig geile Sache. Der wird auch schön eingetütet. Ich zeige euch die mal. Bitte sehr. So, der kommt hier rein. Auf die neue. Hm? So, ne? So. Nächste Pack. Nächstes Glück. Wann kommt die Secret? Was meint ihr? Wann schreit ihr, Gio? Ich bin es euch auf jeden Fall vorher ein, dass ihr ein bisschen leise machen sollt, falls es so nach Tara wird. Ein Pikachu, ein Flunkiefer haben wir hier am Start. Oh, ein Kotomi. Das ist die nächste Holo-Karte hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, machen wir so rum. Oder hier, nein, der war doch hier. Leute, übrigens, es gibt über 30 Secret-Karten hier drin. Ne? Das ist mal wohlgemerkt. Also, ihr wisst, was hier eine Chance ist, dass ihr hier was. Dass du hier alle ziehen willst, dann viel Spaß. Da musst du ja richtig viel Geld ausgeben. So, das Pinsel wieder, das mega starke. Die Trainerkarte. Was ist das denn? Soll das ein Spiel sein? Bestimmt so ein Rätsel oder so. Oder irgendwie, nee, oder? Ach, keine Ahnung. Ich kann kein Japanisch. So. Wo ist der? Falsch. Immer so rum. Immer so rum. Mal. Oh, ja, den habe ich ja komplett vergessen. Der sieht ja, ey, guckt euch mal das Entei an, ey, guckt euch den mal an. Meine Güte, der sieht richtig nice aus heute. Der schmeckt mir doch. Der kommt in meine Sammlung. Puh, der sieht geil aus. Das Entei sieht ja mega aus. Was ein Angriff der macht, ey. Da willst du nicht reinlaufen. So. Weiter geht's. Ein Barschwarm wie hier im Schal, die Trainerkarte, ein Milotic. Und es geht weiter. Es geht weiter. Was haben wir noch? Wie viele? Eins, zwei. Oh, da sind noch genügend. Da sind noch genügend. Ich hoffe, wir ziehen noch ein paar V-Karten, Leute. Wie gesagt, es gibt ein paar Evoli-Entwicklungen hier drin. Jawoll! Ein Nachtara V, Mann, das sieht doch auch geil aus. Das sieht doch mega aus. Geile Sache, Leute. Hier, guckt euch in Ruhe an. Richtig schöne Karte. Ich mach kurz hin, muss ich auch noch eins liefern. So, eingesleeved, eingetütet. Ich hoffe, ihr könnt die. Warte, ich sortiere mal hier ein bisschen um. Ich mache das mal so. Hier haben wir die V-Karten. Die tun wir mal hier unten. Die holen es hier rüber. Oh, das können wir noch schon. Ah, das ist ein besserer Überblick hier. Ein paar Holos. So. Noch ein Holo hier. Und wir machen weiter. Wir machen direkt weiter, mein Lieben. Das triggert, Leute, dieses Geräusch von diesen Packs. Ultra geil. Boah, was ein schön. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Guckt euch schon wieder das Evoli an. Seht ihr, was es entdeckt hat? Ein Rayquaza, Leute, was am Himmel vorbeifliegt. Das sieht auch mega aus, die Karte, wirklich. Hier haben wir einen Voltoball.
Wie heißt dieses Pokémon eigentlich, ey? Das ist. Wie heißt das? Spend's euch ein, Leute. Ich hab echt keine Ahnung. Wir haben hier die Trainerkarte und dann geht's schon wieder ein. So. Nächstes Pack geht auf. Ein schönes Merrill, was planscht. In Serval war das eben eins und Billycat. Die nächste Trainerkarte. Und das war schon. Nächstes Pack. Oh. Hoffentlich knallt es jetzt mal wieder. Es wird Zeit. Oh, ein Olangar. Leute, was macht das für eine Attacke? Das ist so eine Kaioken. Richtig geil. Das schmeckt. Das kommt beiseite. Wir machen weiter. Ich glaube, 4 Packs haben wir noch. Oder 6 Packs. Ich werde es gleich sehen. Es ist noch alles schön eingepackt. So, ein Barschwar und eine Trainerenergie. Weiter geht's. Leute, das Set ist geil. Was meint ihr, Leute? Was haltet ihr von diesem Set? Schreibt es in die Kommentare. Also ich finde das mega, ich finde das mal wirklich geil, dass man hier ein paar Evoli-Entwicklungen als Set raushaut. Wie gesagt, wir bekommen das auch. Ich schätze mal im August kriegen wir auch ein schönes Set hier zusammen. Wo es die ganzen Karten, die es hier drin gibt, dann auch zu ziehen gibt. Mit natürlich einer Erweiterung. Wird noch ein Set rauskommen mit dem Rayquaza zusammen. Das wird richtig cool. Das wird auch heiß begehrt sein hier bei uns. So, dann gucken wir mal. Oh Leute, was habe ich gesagt? Haben wir den schon? Na super, jetzt haben wir doch die Entwicklung. Jawohl, ein Felinara. Hier am Start. Packen wir mal direkt ein. Hier war das Felinara VMAX. Somit hätten wir das schon mal komplett. Bis aufs alternative Artwork, ne? Das wäre ja auch noch geil. Und das VMAX, aber okay. Wir wollen ja nicht zu viel jetzt. So. Dahin. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Booster zum Öffnen. Und es war noch keine Secret Rare dabei. Leute. Das heißt, es wird noch was kommen. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann wisst ihr, gleich wird es spannend. Gleich sehen wir, was hat der Geo hier gezogen. Ein Pikachu. Wow, ein Raichu Holo. Jawohl. Nicht schlecht. Weiter geht's. Nächstes Pack. Hey, nicht wackeln, danke. So. Oh, da ist sie gekommen. Da ist die Secret Rare gekommen. Fully Purba hier am Start, Leute. Das ist die Secret Rare aus diesem Set. Darauf haben wir gewartet, dass es mal knallt. Und es hat geknallt, Leute. Geile Karte. Guckt euch die mal an. Die sieht doch cool aus. Ich weiß, die habe ich euch vorhin nicht gezeigt. Es gibt noch mehr Secret Rares. Ich habe euch nur die alternative Artworks gezeigt. Aber wir haben ja noch ein paar Displays. Vielleicht ziehen wir ja einen oder anderen davon. Aber wie gesagt, also da meckere ich nicht, Leute. Ich liebe diese V-Full Arts, diese kontrastreichen. Vor allem, ihr könnt sehen, es soll so ein Laubblatt hinten sein. Das sieht richtig cool aus. Ich feiere das, Leute. Ich feiere die Evoli-Entwicklung wirklich. Der kommt hier rein. Guck mal, da haben wir den am Start, die zwei Kollegen. So, dann gucken wir mal. Wir haben noch 3 Packs, Leute. Ziehen wir noch eine V? Was meint ihr, wenn wir noch eine V ziehen? Aber ich meine, wir haben schon 1, 2, 3. 3 normale Vs gezogen. Ja, vielleicht ziehen wir noch einen. Mal gucken. So, ein Rotom. Elektroball, die Trainerkarte. Nächste bitte. So. Noch ein Rotom. Hier das Evolutionary Quasar. 1 nur Billycat. Und noch eine Trainerkarte. So, Leute, wir sind beim letzten Pack. Und ich bin mehr als zufrieden, Leute. Das ist ein geiles Set. Wie gesagt, wir hoffen, vielleicht ziehen wir sogar noch was hier drin. Wir wissen es nicht. Gucken wir mal.
Und, oh, ein Machado. Ein Machado, glaube ich, heißt der Machado. Ja, Machado heißt er. Als Holo hier am Start. Nochmal gezogen. Geiles Ding. Super, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr solche Openings sehen wollt von diesem Set, Leute, lasst ein Hashtag mit Evoli oder eure Lieblings-Evoli-Entwicklung. Lasst es da ab 20 Kommentaren. Leute, öffne ich das nächste für euch. Dann können wir sehen, was uns hier drin erwartet. Leute, bleibt gesund, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute, lasst einen Daumen da. Bis bald.